Wunderschönen guten Tag im IBURG-Büro. Wir haben den Christoph Kaufmann bei uns, den zuständigen Stadtrat für Stadtplanung. Das ist heute auch unser Thema. Und zwar werden wir sprechen über die Bausperre, die 2013 erlassen worden ist und die infolgedessen das Schutzzonenmodell, das ja jetzt umgesetzt werden soll. Und das zweite Thema aus aktuellem Anlass, die Rostock-Villa, da kommen wir später noch drauf zurück. Christoph, eine Bausperre wurde 2013 erlassen. Was war das Ziel der Bausperre und wie geht das jetzt weiter? Was kann man sich unter einem Schutzzonenmodell vorstellen? Also 2013, Juni, fast jetzt bald 2 Jahre her, wurde diese Bausperre durch einen Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters im Gemeinderat beschlossen, mit den Stimmen von 6 Parteien, mit dem klaren Ziel, ein Schutzzonenmodell für Klosterneuburg zu erarbeiten, um das Ensemble in Klosterneuburg, bauhistorische Ensembles zu schützen, wertvolle, bauhistorisch wertvolle Objekte zu schützen und ja, das Städtebild als Ganzes zu bewahren. Und dieses Schutzzonenmodell wurde jetzt 1,5 Jahre lang erarbeitet, war jetzt im Planungsausschuss in Begutachtung, ist jetzt im Auflageverfahren und sollte im Juni bzw. dann Anfang Juli im nächsten Gemeinderat beschlossen werden. Da geht es jetzt um was genau, wie viele Gebäude sind da betroffen in Klosterneuburg, welche Teile Klosterneuburg sind da betroffen? Also es war relativ aufwendige Arbeit dahinter. Es war ein unabhängiges Expertenkomitee, das knapp 1800 Objekte in Gesamtklosterneuburg in diesem definierten Schutzzonengebiet bewertet hat, und zwar von außen bewertet hat. Also sie waren nicht drinnen, sondern sie haben es von außen bewertet, haben ein Datenblatt für jedes Objekt angelegt mit der Kategorisierung in eine von 5 Kategorien. Es gibt insgesamt 5 Kategorien in diesem Schutzzonenmodell und haben das bewertet und haben das festgehalten und haben danach dann anhand der Bewertungen die Schutzzonen genau definiert. In manchen Bereichen erweitert, in manchen verändert. Und das Ergebnis dieser Bewertungen sehen wir jetzt im aktuellen Auflageverfahren des Bebauungsplans, wo jetzt die neuen Schutzzonen bereits kenntlich gemacht worden sind. Okay, ich sehe jetzt im Bebauungsplan Schutzzonen. Wenn ich jetzt selber eine Liegenschaft in Klosterneuburg besitze, bin ich dann informiert worden, wenn ich innerhalb dieser Schutzzone liege? Ja, und zwar in den letzten Wochen haben wir die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eingeladen zu sogenannten Kretzeltreffen, weil uns das ganz wichtig ist. Es ist zwar ein Auflageverfahren da, das heißt, man kann jetzt am Dienstag und am Freitag auf die Gemeinde gehen und sich die Pläne im Detail anschauen. Aber nachdem sehr viele davon betroffen sind, haben wir gesagt, wir machen Kretzeltreffen, 5 Veranstaltungen im großen Sitzungssaal des Rathauses, wo wir die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eingeladen haben, das Schutzzonenmodell erläutert haben und anhand von Plänen gezeigt haben, was das für Auswirkungen auf ihr Objekt und auf ihren Straßenzug hat. Wir hatten bereits 2 Treffen mit jeweils 100 interessierten Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern und 3 stehen jetzt noch am Programm. Wenn es jetzt verschiedene Kategorien der Schutzzone gibt, dann nehme ich mal an, dass es ein bisschen strengere Auflagen gibt und ein bisschen weniger strenge Auflagen. Ist das richtig? Das hängt jetzt von der Kategorie ab, in welche Kategorie das Objekt fällt. Ja. Es gibt die strengste Kategorie, das ist Kategorie 1, das ist der Denkmalschutz. Mhm. Das ist ja ein Bundesgesetz. Das ist der schwerste Schutz überhaupt, wie er zum Beispiel ja auch auf der Rostock-Villa hängt. Und dann gibt es abgestuft Kategorie 2, Kategorie 3. Schutzwürdiges Objekt wäre Kategorie 2. Das ist ein Objekt, wo man noch nicht, wo man weiß, der Denkmalschutz hätte Interesse, konnte es aber noch nicht bewerten. Dann gibt es Kategorie 3. Das sind Objekte, die für ein Ensemble bedeutsam sind. Und das Wesentliche, Kategorie 1 bis 3, dort ist auch ein Abbruchverbot verhängt worden in diesem Schutzzonenmodell. Und Kategorie 4, das ist vielleicht noch eine spannende Kategorie, das sind Objekte, die das schutzwürdige Stadtbild wesentlich beeinflussen. Also wenn wir jetzt überlegen, Niedermarkt, das Bank Austria Gebäude, das ist als Objekt nicht unbedingt schützenswert, aber natürlich für das Stadtbild ganz prägend und ganz wichtig. Und es ist für uns wichtig, dass wir das auch als Schutzzone definieren können und so sagen, wenn dort etwas verändert wird oder neu gebaut werden sollte, dass wir dort auch Einfluss darauf haben, dass es ins Stadtbild hineinpasst. Ich weiß jetzt, ich bin in einer Schutzzone drinnen, ich bin benachrichtigt worden. Weiß ich automatisch, in welcher Kategorie ich bin oder wie komme ich an diese Informationen? Also das weiß ich anhand dessen noch nicht. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir auf der Gemeinde, in der Stadtplanung, mir das Objektblatt zeigen zu lassen, mich zu informieren und auch mit den Expertinnen und Experten im Haus darüber zu sprechen, was das für Auswirkungen für mein Objekt hat. Ich glaube, die größte Angst, die man da als Besitzer einer Liegenschaft hat, ist, darf man jetzt überhaupt noch irgendwas machen dann, wenn man in so einer Schutzzone drin liegt, darf man an seinem eigenen an seiner eigenen Also Liegenschaft das war ein wichtiges Ziel für uns, dass wir jetzt Klosterneuburg nicht unter den Glassturz stellen. Das wollten wir vermeiden. Es kann natürlich gebaut werden, es kann zugebaut werden, es kann auch teilweise neu gebaut werden, aber das wird dann von Objekt zu Objekt
sich angeschaut und es gibt auch einen ganz klaren Handlungsleitfaden für die Baubehörde in Klosterneuburg, wie man mit Bauansuchen umgeht, die aus einer Schutzzone kommen. Und da gibt es eine sehr genaue Handlungsanleitung, wie man damit umgeht. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich nur die Fassade gestalten will, neu gestalten will oder renovieren will oder einen größeren Umbau oder Zubau machen möchte. Okay. Aber möglich ist es, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Okay, dann kommen wir vielleicht zu einem ein bisschen leidlicheren Thema, und zwar die Rostock-Villa. Es wird ja kolportiert, dass die Gemeinde schon geheime Besprechungen mit dem Land gehabt hat und dass im Prinzip ein Verkauf schon quasi beschlossene Sache ist. Ich würde gerne wissen, wie ist das Ganze abgelaufen? Wie kommt das in die Presse? Also ich muss gestehen, mich bringt wenig in Rage, ja, aber wie der Zeitungsartikel einer namhaften Klosterneuburger Zeitung am Mittwoch erschienen ist, mit dem Bericht, mit der Schlagzeile Villapark frei für Luxuswohnungen, da war ich wirklich erzürnt, weil das mit seriösem Journalismus nichts zu tun hat. Hier wurden Falschbehauptungen aufgestellt, ohne jeglicher Recherche aus meiner Sicht, und eine Verunsicherung geschürt in der Bevölkerung, die unverantwortlich ist. Also das hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Und ich darf auch da... Es sind auch Begrifflichkeiten einfach verwechselt worden, oder bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht. Also es ist sehr unglücklich, die ganze Diskussion, weil es so nicht ist und von Geheimhaltung auch gar keine Rede. Es war ja jetzt im Ausschuss, dass verhandelt wird mit dem Land gemeinsam um den Verkauf, ist lange bekannt. Der Bürgermeister hat das auch mehrfach berichtet, auch im Gemeinderat, in seinem Bürgermeisterbericht. Es war ja auch ein Wahlkampfthema, gerade von den Grünen, sehr massiv im Wahlkampf gefordert und es wurde auch sehr offen diskutiert. Jetzt kam ein Entwurf des Vertrages in zwei Ausschüsse, nämlich in den Immobilienausschuss der Stadtgemeinde Klosterneuburg sowie in den Kulturausschuss. Beide vertreten auch mit Gemeinderäten mehrerer Parteien, unter anderem auch den Grünen. Die Verträge wurden, oder der Vertragsentwurf wurde sehr intensiv diskutiert, wie es auch vorgesehen ist in dem Ausschuss. Und Änderungen werden vorgenommen. Das ist ja auch ein Entwurf. Dass der Entwurf jetzt als Unterlage von einer Partei, nämlich den Grünen, einfach hergenommen wird, veröffentlicht wird und als Tatsachenbericht hingestellt wird, finde ich unverantwortlich. Weil es ist ein Entwurf und jetzt werden Änderungen vorgenommen und dann kommt er in den Gemeinderat und dort wird er dann beschlossen. Also von Geheimhaltung überhaupt keine Rede. Okay, gehen wir vielleicht nochmal auf das Grundstück der Rostock-Villa zu. Jetzt ist ja kolportiert worden, dass alles in Bauland umgewidmet werden soll. Also auch das ist fachlich und begrifflich einfach falsch. Weil es ja tatsächlich das Objekt, also die Villa, wie wir sie haben, bereits Bauland ist. Es ist nur Bauland-Sondergebiet, Museum, das heißt, es darf nur ausschließlich als Museum oder als Archiv genutzt werden. Wenn ich das Gebäude jetzt verkaufen möchte und es kauft jemand und renoviert das um 2,5 Millionen, 3 Millionen Euro und möchte dort einziehen, hat er Probleme, das darf er nicht. Und deswegen ist es natürlich nur ein Prinzip der Logik, dass man in der Stadtplanung hergeht und sagt, gut, wir ändern das Bauland-Sondergebiet-Museum im Bauland-Kerngebiet, so wie es ja rund um die Rostock-Villa ja ist, damit er dann auch dort wohnen kann. Weil sonst werden wir wahrscheinlich keinen Käufer finden. Okay, Bauland-Sondergebiet-Museum, das heißt, die komplette Fläche ist Bauland? Auch nicht die gesamte Fläche, also wenn man sich den Flächenbewirtschaftungsplan und den Bebauungsplan anschaut, sieht man, dass die Fläche des Gebäudes und wo das Museum drauf ist, derzeit Bauland-Sondergebiet ist. Und davor, die Parkfläche ist gewidmet als Grünland-Parkfläche. Und daran wird sich auch nichts ändern. Die bleibt Grünland. Die muss auch Grünland bleiben, weil wir auch in der Flächenbilanz gar keine Möglichkeiten haben, das als Bauland zu widmen oder auch kein Interesse daran haben. Und selbst wenn, es muss ja auch erst durch den Ausschuss gehen, dann ins Begutachtungsverfahren, dann wieder in den Ausschuss und dann in den Gemeinderat. Also auch da sind ja noch so viele Schutzmechanismen davor. Und wie gesagt, es kann aus meiner Sicht als Vorsitzender des Stadtplanungsausschusses nicht in unserem Interesse sein, die Grünfläche davor umzuwidmen in Bauland. Okay. Das ist das eine. Das andere ist ja, dass man eigentlich fordert oder gefordert hat, dass einfach vom Land zurückgekauft werden soll, die Rostock-Villa. Warum geht man nicht diesen Weg? Warum ist das keine vernünftige Entscheidung oder warum wird das nicht in Betracht gezogen? Also dieser Vorschlag kam spannenderweise ja auch von den Grünen. Sepp Wimmer, glaube ich, hat das im Wahlkampf oder auch in einer Gemeinderatssitzung mal vorgebracht. Auch Gemeinderat Essl von den Grünen hat gesagt, ja, wenn wir schon verkaufen, warum verkaufen wir es nicht selber und schöpfen selber den Rahmen ab?
Auch das wurde diskutiert, aber aus Einfachheitsgründen lasst man aus dem Land, das Land ist derzeit Eigentümer, und man hat mit diesem Vertrag, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, dass man eine Lösung findet, dass, wenn hier Erträge lukriert werden, die Gemeinde davon auch mit profitiert. Aber aus diversen Gründen, die sehr intensiv besprochen worden sind, gerade im Immobilienausschuss, wo ich nicht Mitglied bin, wurde festgehalten, dass es die sicher bessere Lösung ist, wenn es das Land verkauft als die Gemeinde. Und ein Rückkauf und einen Nutzen von der Gemeinde war nie eine Möglichkeit oder ist nicht die Frage? Das ist eine Frage, die man sich natürlich politisch stellt. Und diese politische Diskussion hatten wir jetzt ja im Wahlkampf sehr ausgiebig, und wir hatten diese Diskussion auch sehr ausgiebig im Kulturausschuss, wo wir als, sage ich mal, Volkspartei Klosterneuburg, wenn ich jetzt aus meiner Sicht meiner Partei sprechen darf, den Entschluss gefasst haben, dass 4 Millionen Euro für dieses Projekt zu viel sind. Dieses Geld ist besser investiert in andere Projekte, die der kommunalen Grundaufgabe besser entsprechen, wie zum Beispiel die Modernisierung und Erweiterung der Kindergärten und der Schulen. Das ist eine kommunale Aufgabe. Ich sehe es nicht als kommunale Aufgabe, dass die Stadtgemeinde jetzt Willenbesitzer ist. Also 4 Millionen Euro für dieses Projekt zu investieren, war aus unserer politischen Sicht nicht sinnvoll. Dass die Grünen das anders sehen, ist legitim, aber am Ende des Tages muss ich eine klare Entscheidung treffen, und die Entscheidung lautet, wir verkaufen es lieber und schauen, dass es ein privater Käufer die Villa instand hält, weil wir können es uns nicht leisten und wir können das nicht machen. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst und dass du ein paar Sachen vielleicht richtig gestellt hast. Wenn die Schutzzonen dann stehen werden, wenn das dann alles fixiert ist, werden wir uns vielleicht nochmal treffen, das Ganze noch ein bisschen genauer erörtern, ja, vielleicht dann auch ein paar Bilder haben. Also ich kann doch nur aufrufen, also alle, die in der Schutzzone wohnen, hinkommen zum Grätzeltreffen, informieren oder auch jetzt im Rahmen des Auflageverfahrens auf die Gemeinde kommen, sich das Objektblatt anschauen, mit den Experten vor Ort sprechen, was hat es für Auswirkungen, sich zu informieren. Und es werden auch dann nach dem Auflageverfahren, wenn wir wissen, wie es dann tatsächlich beschlossen wird im Gemeinderat, die Unterlagen auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Klosterneuburg unter klosterneuburg.at einsichtig zum Anschauen sein. Und ich nehme mal an, auf iburg.at werden wir das auch veröffentlichen. Dann danke recht herzlich. Danke.